Hallo und willkommen zu diesem Video, besser gesagt zu dem Vlog. Warum bin ich so nah dran? Hä? Wegzoomen? Nein? Falsches Objektiv? Hä, das ist ja ein 50mm, aber ich wollte das 7x16mm 1,4. Das verstehe ich jetzt nicht. Dann muss ich es mir nochmal kaufen. Ja, dann würde ich sagen, ab zu Amazon. Sigma 16mm 1,4. Versand fertig in 2 bis 4 Wochen. Das ist aber ziemlich lange. Ich bestelle es trotzdem. In den Einkaufswagen. Nein, danke. Keine Versicherung für 70 Euro. Zur Kasse gehen. Ja, Passwort einblenden. Das ging jetzt aber schnell. Und damit begrüße ich euch zu diesem Video. Wie ihr im Titel schon gesehen habt, geht es heute um die Festbrennweite von Sigma, also dem 16mm 1,4, gefeatured von der Sony Alpha 5100. Ich versuche es kurz zu halten. So, ich fange mal mit den Pros an bei dem Sigma. Was mir in erster Linie gefällt, ist einfach die Verarbeitung. Es wirkt hochqualitativ, gut in der Hand, es ist schwer, was nicht unbedingt immer positiv sein muss, aber es steht ja irgendwie auch für eine gewisse Qualität und das trifft hier voll zu. Zudem haben wir hier einen Fokusring, der wirklich ausreichend groß ist, was man ja bei einigen Sigma-Objektiven oder anderen Fremdherstellern manchmal bemängelt. Und auch dieser lässt sich super smooth betätigen. Also damit sollte man wirklich keine Probleme haben zu fokussieren. Da meine Sony Alpha 5100 aber einen super Autofokus hat, werde ich den manuellen Fokus wohl so gut wie nie gebrauchen. Ein weiterer Pluspunkt, den dieses Objektiv liefert, ist laut Sigma ein Spritz- und Staubwasserschutz. Zumindest ist das Bajonett Spritz- und Staubwasser geschützt. Spritzwasser und Staub geschützt. So, nicht andersrum. Ich will das jetzt nicht vorsätzlich herausfordern, sondern weiß es zu schätzen, aber ich fordere es nicht heraus. Die Naheinstellgrenze gefällt mir persönlich super. Ich finde es schon irgendwie beängstigend, dass man so nah daran kommt, also dass ich quasi schon meine Poren damit zählen kann. Das ist schon echt erschreckend. Und last but not least, eine Blende von 1,4. Ich meine, eine 1,4er Blende für etwas über 500 Euro derzeit ist schon echt krass und es gibt ja auch nichts derartiges Vergleichbares auf dem Markt. Von daher ist es wirklich ein kompletter Pluspunkt, was diesem Objektiv zuzuschreiben ist. Ja, das waren soweit meine positiven Punkte. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Negativen, was eigentlich gar nicht negativ ist, aber naja, einige sehen das trotzdem so. Da es 16mm nicht nur für Sony E-Mount-Anschlüsse oder Systeme gibt, sondern auch für Micro Four Thirds Systeme, ist der Crop-Faktor logischerweise zweimal so hoch. Also auf Kleinbild-Äquivalente hochgerechnet wären wir dann etwa bei einem Bildwinkel von 32mm. Ursprünglich war dieses Objektiv für APS-C-Kameras vorgesehen. Ein weiterer negativer Punkt soll der Backfokus sein oder gewisse Autofokusprobleme. Mir persönlich ist jetzt nichts aufgefallen oder ich konnte persönlich nichts feststellen derartiges. Ich habe es sowohl im manuellen Fotomodus als auch im manuellen Videomodus getestet. Natürlich mit Autofokus, also keinem manuellen Fokus, ist ja klar. Und mir ist nichts derartiges Negatives aufgefallen. Manchmal hat er vielleicht ein ganz bisschen daneben gehabt oder nicht ganz genau fokussiert. Aber das ist mir jetzt eigentlich von keinem Objektiv auf der Welt bekannt, dass das nicht mal vorkommt. Also selbst bei meinen Canon L-Objektiven, die weitaus mehr kosten als dieses Teil, passiert das halt auch mal. Und im Netz steht oder bei YouTube wird auch oft angepriesen, dass das Objektiv überhaupt nicht verlässlich ist und nicht richtig fokussiert oder nicht wirklich scharf ist. Und wie gesagt, das kann ich hier ja quasi widerlegen. Ich weiß nicht, also es widerspricht sich jetzt als Kontrapunkt, aber ich wollte das einfach mal damit auffassen. Genau. Ja, was mir persönlich noch gefehlt hätte oder besser gefallen hätte, wäre ein Bildstabi in dem Objektiv. Ich meine, es gibt genügend mit ihrer Sony Alpha 6000, 6300 oder wie in meinem Fall jemanden mit der Alpha 5100 und die sind eben nicht bildstabilisiert oder sensorstabilisiert und ja, das wäre halt noch ein bisschen schöner gewesen. Ich meine, es gibt die Alpha 6500, die kostet halt dementsprechend auch mehr. Die hat einen 5-Achsen-Bildstabilisator drin, aber eben nicht alle haben dieses Budget dafür. Ja, also in meinem Fall wäre das wirklich die perfekte Symbiose zwischen 16mm Sigma und Alpha 5100, also dieser fehlende Bildstabilisator. Aber auch hier gilt, manchmal ist das so. Gehen wir weiter zu Alpha 5100. Das Klappdisplay. Selbstverständlich sollte das der Grund sein, warum man zu dieser Kamera greift. Ansonsten würde es mir persönlich Verständnisprobleme bereiten. Okay, vielleicht sagen jetzt einige, aber Nils, die Größe und so weiter. Okay, sie ist schon ein bisschen kompakter oder ein bisschen kleiner als die Alpha 6000, auch wegen dem fehlenden Sucher. Aber naja, was macht diese Kamera noch aus? Ein superschneller Autofokus, auch gerade zum Filmen, hervorragend oder überragend. Kann ich wirklich nicht meckern.
Ob dieser besser ist als in der Alpha 6000 oder 6300, mag ich bezweifeln. Auch wenn einige sagen, besonders hier bei YouTube, dass der Autofokus um einiges schneller oder besser ist. Ich meine, letztendlich sind die ja irgendwie innen drin alle gleich vom Sensor her. Ich weiß zwar nicht, wie groß sie sich innen drin alle vom Innenleben unterscheiden. Ich meine, preis-leistungsmäßig unterscheiden die sich natürlich schon riesengroß. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viel intern anders ist als wie bei den günstigeren Modellen, sage ich mal, wie bei der 5100 zum Beispiel. Deswegen würde ich das jetzt außen vor lassen, dass der Autofokus in meiner, also der 5100, schlechter oder besser ist, als wie zum Beispiel in der 6000 oder 6300. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ja, ansonsten macht diese Kamera noch intuitiv der Touch-Display, was eigentlich kein Touch-Display ist, sondern was eigentlich nur ein intuitives Auslösen ermöglicht. Also man kann mit dem Finger auf das Display drücken, dann ist diese Touch-Auslösung freigegeben oder bewilligt oder wie auch immer man das nennen mag. Und dann kann man eben auf dem Bildschirm frei wählen, was scharfgestellt werden soll oder was fokussiert werden soll. Und dann wird, wenn es fokussiert ist, ausgelöst. Also wirklich sicher bin ich mir jetzt nicht, ob man damit auch während des Films fokussieren kann, also per Touch. Da müsste ich nochmal nachgucken oder müsstet ihr selbst nochmal nachgucken. Übrigens sind die Kit-Objektive, also das 1650 und das 1855, auch wirklich hervorragend. Und im Kit kann ich die wirklich nur empfehlen. Denn aktuell ist es, glaube ich, bei der Alpha 6300 so, dass man den Body einzeln für, ich glaube, um die 820 Euro bekommt oder 830. Und wählt man das Kit, also bestehend aus Alpha 6300 und den 16 bis 50 mm aus, muss man, glaube ich, nur knappe 20 Euro mehr zahlen und hat eben dieses Kit-Objektiv dazu. Und da kann ich euch echt nur empfehlen, macht das, wenn ihr vor dem Kauf steht. Und ja, es sind wirklich keine rausgeschmissenen 20 Euro, denn dieses Objektiv kostet allein schon bei Amazon, ich glaube, über 200 Euro. Und was ich definitiv nicht empfehlen kann, ist, dass man sich das so einzeln kauft und dann eben dauerhafter verwendet als immer drauf. Das ist kompletter Schwachsinn, weil im Set ist es halt eigentlich immer günstiger. Ja. Also wirklich für 20 Euro kann man da nichts falsch machen und ja, kann ich euch nur empfehlen. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung unten. Wie ihr wisst, ich bin Partner von Amazon. Also wenn ihr etwas über diese Linie kauft, kriege ich eine kleine Provision, damit unterstützt ihr meinen Kanal und ja, würde ich mich sehr freuen. Und zu guter Letzt, was mir bei den positiven Eigenschaften noch aufgefallen ist, dass diese Kamera ein relativ super gutes Lowlight-Bild liefert oder eine gute Lowlight-Performance. Natürlich kann die nicht mit der Alpha 6500 oder mit der A7S oder A7S II mithalten, das ist klar. Das sind ganz unterschiedliche Welten, aber verglichen mit meiner GH5 muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon nicht unbedingt schlechter. Ne? Und ich meine, die GH5 hat jetzt bei der Einführung das 4- oder 5-fache davon gekostet. Das sollte man auf jeden Fall mit betonen, dass das wirklich gut ist. Das waren soweit meine positiven Eindrücke der Alpha 5100. Kommen wir nun zu den etwas schlechteren Eigenschaften oder zu den Kontras. Als erstes, was fällt mir auf, wenn ich diese Kamera angucke? Wir haben keinen Sucher und wir haben auch keinen Blitz. Hier sind die Meinungen ein bisschen gespalten. Also einige sagen, man braucht keinen Sucher und es ist platzsparend. Andere sagen, es ist blöd. Ich persönlich misse es ziemlich, weil wenn ihr zum Beispiel im Sonnenuntergang oder mittags in der strahlenden Sonne fotografiert oder filmen wollt, ist es extrem schwer, nur über dieses Display alles zu beurteilen. Weil wenn man einfach die Sonne irgendwo spiegelt oder reflektiert und dann auf dieses Display rausscheint oder eben direkt ins Gegenlicht filmen müsst oder fotografieren müsst. Und deswegen ist es unheimlich schwer, das alles gut zu beurteilen. Der Blitzschuh fehlt mir aus den Gründen, dass man ja gewisse Sachen hier montieren könnte. Wie irgendwelche kleinen Helferchens. Ja, deswegen ist man hier leider genötigt, einen Cage zu kaufen, der auch nicht gerade günstig ist, wenn man hier gewisse Dinge anbringen möchte. Ja, natürlich fehlt mir hier auch ganz besonders ein externer Mikrofoneingang. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen mit das K.O.-Kriterium bei vielen Vloggern. Also die Audioqualität von dem aufgenommenen internen Sound ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht sonderlich gut. Deswegen fehlt mir insbesondere ein externer Mikrofoneingang und natürlich auch der Blitzschuh, wo ich dann das Mikrofon drauf montieren könnte. Aber spätestens hier sollte man dann sehen, dass die 5100 definitiv keine Vlog- oder Vlogging-Kamera ist, keine Filmkamera, sondern einfach eine etwas bessere Fotokamera, die eben einen Videomodus unterstützt, so würde ich das persönlich sagen, weil es noch wirklich ein K.O.-Kriterium gibt und das kommt jetzt, was man nicht lösen kann oder was irgendwie nicht verhinderbar ist, und zwar überhitzt diese Kamera super schnell. Durch diese Zollgeschichte kann man ja eh nur eine halbe Stunde oder knapp eine halbe Stunde damit aufnehmen am Stück, was nicht heißt, dass man nur 30 Minuten damit filmen kann, sondern je nachdem, wie groß eure Speicherkarte ist, kann auch dementsprechend gefilmt werden, aber pro Aufnahme kann eben immer nur eine Länge von 30 Minuten gefilmt werden, dass das hier nicht falsch zu verstehen ist. Dennoch erreicht die Kamera diese 30 Minuten nicht einmal. Bei mir war es so, ich glaube spätestens nach 15 oder 16 Minuten war es das erste Mal so, dass der Display schwarz war und hier nur noch was mit Overheating stand, also Überhitzung. Dann habe ich die Kamera ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und direkt danach weitergefilmt und da hat es keine 5 Minuten gedauert. Also ich glaube, es hat knappe 3 Minuten gedauert, da ist das gleiche wieder passiert. Ja, spätestens hier sollte man echt sehen, dass es einfach nicht für Videografen, Filmer oder Vlogger ausgelegt ist, sondern einfach eine gute Filmkamera.
Zoom-Kamera mit einem Full HD 60p oder 50p Filmmodus. Ja, das ist leider die Illusion, die dieser Kamera genommen wird, um als Film- oder Vlogger-Kamera durchzugehen. Finde ich persönlich auch wirklich super schade, weil sie eignet sich einfach gut. Ne? Ich meine, man klappt dieses Display um und die ist einfach so schnell bereit für Run-and-Gun-Shots. Egal wo man ist, egal was man damit vorhat. Leider ist es aber nicht möglich. Von daher, auch hier gilt, manchmal ist das so. Zu guter Letzt fehlen mir mindestens 2 bis 3 Wahlknöpfe oder Knöpfe an sich, die man eben belegen kann mit frei wählbaren Funktionen und mindestens ein Wahlrad. Das hätte ich mir noch gewünscht, weil es ein bisschen blöd ist, jedes Mal auf den Menüpunkt oder auf diesen Modi-Knopf, der im Rad ist, zu drücken, um irgendwas zu wechseln. Des Weiteren einfach gewisse Einstellungen auf frei wählbare Knöpfe zu legen. Das Wahlrad, das hätte ich mir gewünscht, um eben entweder die Blende oder die Belichtungszeit separat einstellen zu können. Ich meine, das kann ich jetzt auch über das Rad, da muss ich zwar einmal, ich glaube, unten auf den unteren Knopf vom Wahlrad drücken und dann kann ich zwischen der Blende und der Verschlusszeit, glaube so war das, hin und her wechseln. Aber das ist schon ein wenig nervig, finde ich. Das war's von meiner kleinen Tech-Check-Folge. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und lasst mir eine Bewertung da. Alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dann. Bye, bye.